Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 23. April 2023, 9.42 Uhr hier auf Leafshire. Fast hätte ich es vergessen, doch Jorna ist hier, um Rüben zu verkaufen. Doch nur bis Mittag, also zögert nicht so lange, wenn ihr euren Vorrat aufstocken wollt. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Und damit Hallihallöchen und willkommen zurück zu Animal Crossing hier an diesem wunderschönen Sonntag. Mein Telefon bimmelt. Oh, wir kriegen das Geld von gestern, ne? Und das war ja gar nicht so wenig. 22.000! Können wir schön in unseren Kredit stecken. Und wir haben Post. Was gibt's Schönes? Ach so, ja, die Akademie. Ja, okay. Heute, der Plan ist dekorieren, aufräumen. Liegt da jetzt noch eine zweite Fundsache, neben der ersten Fundsache? Hehe. Nehmen wir mal mit. Weil die ist auf jeden Fall heute neu, da müssen wir mal rumfragen. Das machen wir definitiv. Aber ansonsten würde ich gerne versuchen, das Ganze hier alles bisschen hübscher zu gestalten. Hier die ganze Kacke, die ich wieder einfach auf den Boden geworfen habe, mal aufzuräumen. Vielleicht noch ein paar Blumen pflanzen, ein bisschen Unkraut zupfen und dann sprechen wir mal mit Melinda, ob das schon ein bisschen was gebracht hat, denn ich würde wirklich so langsam gerne in Richtung 3 Sterne arbeiten. Noch ein paar Zäune setzen, hier vielleicht bei Yoshino mal ein bisschen dekorieren, das ist noch so ein bisschen sehr trüb. Man könnte sie auch... geht wahrscheinlich nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, ein bisschen nach hinten setzen oder ein bisschen hier so in die Ecke setzen. Oh, das ist wieder ein Geldschmetterling. Oder ganz woanders hinsetzen. So, da. Nee, flieg nicht. Warte. Hab dich. müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Sie hier stehen lassen. Ich bin mir da noch unschlüssig. Gut. Ach ja, ich habe gestern vergessen, nochmal nach dem Rübenpreis zu gucken. Ich schäme mich. Deswegen haben wir da jetzt so eine kleine verrottende Kacke liegen. Was aber gar nicht so schlimm ist. Denn wir können dadurch noch ein Insekt anlocken, das wir bisher noch nicht hatten. Ja, bitte, was möchtest du? Es gibt Emotionen für alles. Diese zum Beispiel, wenn du wieder mal die Nacht durchgetanzt hast. Oh, klasse, oder? Jemand sieht deine Emotionen und weiß sofort, hey, auf einer Party lässt du es richtig krachen. Cool, danke schön. Ja, ich bin müde. Oh ja, das könnte ich heute Morgen sein. Ich bin auch müde. So, legen wir die mal ab und gehen jetzt zwischendurch mal gucken, denn die Ameisen, die kriegt man nur durch diese verdorrten Rüben. Ich meine, war dann eine teure Ameise, aber wir haben sie zumindest einmal fürs Museum. So, jetzt ist natürlich die Frage, womit fangen wir an? Wir haben ein bisschen Platz. Ich mach mal Aktion Sammel ein. Also alles, was hier wieder rumfliegt, unnötig, kommt in unsere Tasche. Habe ich hier irgendwo was hingeschmissen? Ich glaube nicht. Zilien können wir dann ausbuddeln. Wie gesagt, noch ein paar Blumen pflanzen, ein bisschen Deko-Objekte hinstellen, einfach damit Melinda glücklicher ist. Hier habe ich nichts hingeschmissen. Ist schon mal gut. Ach ja, unsere Picknick-Ecke. Ich habe gestern dann auch nicht mehr gepixelt. Wie man hier sieht. Ich verscheuche alles. Bei dem hier weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Wird der Busch noch ein größer? Nee, ne? Ich glaube, der Busch ist so jetzt. Oder wird der noch größer? Ich hatte gedacht, der wird ein bisschen größer. So groß wie die Hecke. Hätte dann nämlich schön ausgesehen. Da muss da vielleicht doch was anderes hin. Nicht die Hecke. Nee, der wird nicht größer. Sondern hier auch so ein Zäunchen oder so.
Schade. Okay, nee, ich sammle erstmal. Ach ja, die Fundsache müssen wir auch noch fragen. Hä, so viel Stress. So viel zu tun schon wieder. So, einmal alles einsammeln, was hier nicht rumfliegen darf. Nimm doch den Pfirsich. Ich noch irgendwo was hingeschmissen? Ich glaube nicht, ne? Glaub, sonst war ich ordentlich. Doch, da habe ich noch Äste hingeworfen. Okay. Dann bringen wir das Ganze mal in die Bude, in unser Lager. Und dann gucken wir mal. Na, nicht die Tür. Hörst du auf, die Tür zu hauen? Geh da rein. Wir könnten auch so langsam vielleicht mal den Osterkranz abnehmen, ne? Ostern ist jetzt 2 Wochen her. Der April ist fast vorbei. So, den Schmuckstand ins Lager. Mal wieder ein Karton. Die Lesekabine. Das Brettspiel. Radio. Blumenwand, Leute, die wollten wir uns noch angucken. Eine Laterne. Ja, eigentlich müssten wir die irgendwo aufstellen, ne? Ich packe sie erstmal ins Lager. So, soll der Geiz. Ne, die Früchte behalte ich mal. Das möchte ich mir angucken. Ach nö, ach komm, ach Kaspar. Was wollt ihr denn immer hier? Ja, komm mal rein. Kann ich dir helfen, Kaspar? Hey, ich bin gerade durch die Gegend gejoggt und dachte, ich schaue spontan mal vorbei, Quark. Ja, mach halt. Guck dich um. Das ist meine Bude. Ist ein Saustall. Kein Möbelteil passt zum anderen. Ist Katastrophe. Was sagst du? Ach ja, hier ist noch ein perfektes Workout-Snack für dich. Eine Orange. Dankeschön. Ich mag keine Orangen. So, Kaspar, kannst du dann wieder gehen? Weil ich habe zu tun. Jetzt habe ich hier die Orange im Inventar. Aber die könnten wir dann ja verkaufen. Das wäre ganz gut. Kann ich dich fragen, ob das dein Ding ist? Nee, gibt es hier auch Geheimtüren und Geheimgänge Nummer 1? Nee, gibt es nicht. Toll. Setzt er sich auch noch hin. Dann könnten wir vielleicht die Zeit mal nutzen und in unser Lager gucken. Was wir mit dem Krempel hier machen. Ob wir da noch was Schönes haben zum Dekorieren draußen. Eventuell das könnte man draußen noch schön hinstellen. Boah, diese ganzen Kartons, ne? Ich auch mal überlegen, was ich damit mache. Vielleicht als Küchenmöbel erstmal, solange wir noch keine vernünftigen haben. Jetzt habe ich hier diese Lampe zweimal, aber dann tue ich die weg. Die finde ich nämlich hässlich. Die könnten wir. Ich weiß noch nicht, welchen wir behalten. So viele Radios. Aber der Rest sieht jetzt nicht danach aus, dass ich mir denke, ja, damit möchte ich meine Insel dekorieren. Die ganzen Pflanzen. Zäunchen. Vielleicht machen wir das Zäunchen bei Kim hin. Wobei der ist auch so niedrig, ne? Aber das könnte ja vielleicht passen. Mit den Dingen. Ja, unsere Riesenschneeflocken, mit denen wir nichts anfangen können. Wir haben schon 10 Golderz. Cool. Der ganze Müll hier, ey. Kirschblüten könnten wir noch verbasteln, aber wir haben leider nicht so viele Kirschblütenrezepte bekommen. Das ist natürlich doof. Kaspar, gehst du wieder? Nein, Kaspar chillt zur Musik. Kaspar, ich muss arbeiten. Sag mal, willst du vielleicht kurz ein Spiel spielen, Quark? Ja, von mir aus. Lass uns eine Partie des besten Kartenspiels aller Zeiten spielen. Höher, niedriger. Wie sieht's mit den Regeln aus? Weißt du Bescheid oder soll ich sie nochmal erklären, Quark? Nee, ich kenn die Regeln. Alles gut. Wenn du richtig rätst, gebe ich dir meinen Muskelanzug. Wow. Boah, Kaspar, ne? Das wollte ich schon immer haben. Also dann, legen wir los.
Gut, ich ziehe eine Karte. Eine 6. Und dann ziehe ich jetzt noch eine. So, die zweite Karte ist gezogen. Jetzt wird's ernst. Ist sie höher oder niedriger als eine 6? Was meinst du, Quark? Also 6 ist ja schon so recht mittig, ne? Ist jetzt fies. Wir haben jetzt die Chance 1 bis 5. Oder 4 bis 10, glaube ich. Das 1 bis 5 wahrscheinlich... Um eine Karte wahrscheinlicher. Ich nehme mal niedriger. Okay, dann lautet jetzt die Frage. Strahlender Sieg oder vernichtende Niederlage? Trommelwirbel. Eine 7. Yippie. Da hatte ich mich gut vertan. Schade, Nummer 1. Ja, nächstes Mal klappt's bestimmt. Ich bin jederzeit bereit für eine sportliche Revanche, Quark. Okay, toll. Und er tanzt weiter. Das ist voll süß. Guckt euch die Kleckdupsi an, wie er da steht und tanzt. Lalalala. Lalalala. Oh, das ist so süß. Kaspar, warum bist du so süß? Wie er da wippt. Ich möchte mittanzen. Habe ich ein Emoji tanzen? Ich glaube nicht, ne? Mal, wo waren die Emojis? Da. Alle? Ich kann Yoga. Toll. Ich glaube, ich kann kein Tanzen, ne? Doch, da ist das Tanzen. Begeisterung. Ich würde gerne mit dir tanzen. Kann ich nicht. Machen wir so. Oh, das ist süß. Man soll immer gehen, wenn es am schönsten ist. Ich muss leider los. Muss ja noch trainieren. Okay, tschüssi. Was schön bei dir. Sollten wir mal wieder machen. Egal wann. Ich bin da flexibel, Quark. Okay. Tschüss, Kaspar. Gott sei Dank. Können wir uns jetzt unseren... Achso, nee, ich wollte mir die immer noch diese Lampe angucken. Unsere Beschäftigung nachgehen. An die Wand. Oh, wie hübsch. Die bleibt da. Bleibt genau da. Ich will mehr davon. Oh, ist die toll. Oh, ist die schön. Und sie leuchtet lila. Passt nicht in mein Wohnkonzept, aber ist hübsch. So. Jetzt hat mich Kaspar voll aus dem Konzept gebracht, ne? Ich wollte den Zaun ändern. Oh, das Wetter heute sieht aber auch wieder bescheiden aus. Gucken wir uns das mal an. Ich meine, ich liebe ja die Hecke, aber... Irgendwie passt das hier nicht so. Das sieht besser aus, ne? Zu dem Busch. Dann vielleicht den hier auch. Oh, das ist wieder so ein Flatter-Flatter. Habe ich nämlich alle verbraucht. Ey, komm her. Warte. Nein. Bleiben Sie stehen. Sie sind festgenommen. Hehe. Na, Krajajasfalter. Ich glaube, das finde ich in der Feldsteinmauer ein bisschen besser. Jetzt ist natürlich die Überlegung, machen wir dann den Zaun auch so? Weil der macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn der so bleibt. Schau mal gucken. So, was hatte ich jetzt noch? Die beiden wollten... Nee, die wollte ich verkaufen. Die wollte ich hier irgendwo noch positionieren. Besten vielleicht bei unserem Trampelpfad des Todes. Dann machen wir da hin. So. Oh, ja genau, da wollte ich dich haben. Genau da. Im Spiel. Dankeschön. Nein! Sollte ich da hochklettern? Ich wollte die anmachen. An. Danke. So, hübsch. Bisschen Dekoration. Ja, wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall Unkraut, denke ich mal, zupfen. Weil davon fliegt hier einfach viel zu viel rum.
Was dann auch wieder negativ sich auf die Inselbewertung auswirkt. Oh nein, was ist los? Oh nein, Kim! Ich hab die ganze Insel auf den Kopf gestellt, um meinen Beutel zu finden, den ich verloren habe. Was drin ist? Meine goldene Gartenschere. Die ist total wertvoll. Okay, vielleicht ist die gar nicht aus Gold und hat nur einen sentimentalen Wert. Aber ich häng voll dran. Ich hab sie. Du meldest dich freiwillig? Wenn du den Beutel wirklich findest, geh ich ab wie eine frisch gedüngte Blume. Man tut mir vor lauter Labern nicht schon der Kiefer weh. Zumindest hast du immer was Cooles zu sagen. Das gehört dir, oder? Dein knallharter Ernst? Ja, guck, hab ich gefunden vor meiner Haustür. Wolltest du meine Blumen schneiden, Kim? Mein Beutel und alle meinen Blumensamen. Bin sprachlos. Dann war es noch eine Schere. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Dafür bekommst du auch was ganz besonders Cooles von mir. Ein Oberteil. Theoretisch hättest du eine Million Sternis verdient, aber Kohle zu verschenken ist mir zu materialistisch. Also habe ich dir ein senkrechtes Stricktop besorgt. Ist doppelt so gut, meinst du nicht? Dankeschön, Kim. Okay, wir haben irgendein Daily abgeschlossen. Ich weiß zwar nicht welches, aber okay. So, habe ich jetzt noch irgendwas im Inventar? Eine wollte ich verkaufen, das Obst... Oh, ich wollte die... Palmen einfrieren. Nee, ihr seid noch zu klein. Da muss ich bis morgen warten. Okay. Das hier müssen wir auch mal fertig machen. Ja, zieh dich mal um. Schick, schick. Ach, du machst jetzt Sport. Okay. Macht ihr zusammen Sport. Sind schon Ameisen da? Ja, da sind sie. Die Ameisen. Sehr gut. Eine Ameise. Können wir dann ins Museum bringen? Haben wir vielleicht... Es ist 10 Uhr. Sehr schön. Ja, mit Bewohnerreden hatten wir. Dann haben wir Holzhacken, Basteln, Insektenfang und Sternis durch Verkäufe. Das ist, denke ich mal, alles gar kein Problem. Die werden wir jetzt auch, ja, müssen wir jetzt wegwerfen, ne? Ist halt so. Ich buddel mal hier ein bisschen die Fossilien aus. Die können wir dann auch noch mit abgeben eben. Warte mal, hier war doch auch eins so ganz blöd, oder? Ne, hier vorne war das. Schön macht ihr das. Tja, gut. Ja. Weil wenn wir die nämlich schon haben, können wir die auch mit verticken. Und ist wieder so ein Schmetterling. Dann kriegen wir ein paar Eurönchen mehr hier. Ein paar Sternis mehr. War hier nicht irgendwo noch einer? Hallo? Ottilien. Jetzt doof. Ich dachte, hier war noch irgendwo einer. Dann nicht. Okay. Hier vielleicht? Ne. Ich dachte, hier war noch einer. Okay. Dann nicht. Nicht durch die Blumen. Nicht kaputt machen. Hier ums Museum nochmal gucken. Da ist auch kein Fossil. Gut. Dann gehen wir mal eben Eugen besuchen. Ja, das DLC habe ich mir jetzt übrigens noch nicht besorgt für diesen Spielstand. Vielleicht zum nächsten Wochenende hin. Müssen wir mal gucken. Ja, wach mal auf, du Schlafmütze. Weißt du, du bist eine Eule und du schläfst am Tag. Aber das ist anstrengend, Eugen. Gewöhn dir mal einen anderen Schlafrhythmus an. Das ist auch viel gesünder. Guck mal hier. Zwei Fossilien. Habe ich gerade frisch ausgebuddelt. Ja, aber die haben wir schon. Sehr schön. Können wir beide verkaufen. Ja, ich habe trotzdem was zum Stiften. Zwar eine Ameise. Guck mal. Da freust du dich bestimmt wieder tierisch drüber.
ist ein Insekt. Wobei müsstest du nicht eigentlich. Ne, wobei Eulen essen keine Ameisen, ne? Oh! Ja, er dreht durch. Ich weiß, dass Insekten ein Graus sind, Eugen. Aber trotzdem haben sie eine Daseinsberechtigung, ja? Okay. Noch was tun? Nee, danke, danke. Passt schon. Okay, gut. Dann können wir nämlich jetzt ein bisschen Geld verdienen. Aber ich hätte echt super gerne das DLC. Weil damit kriegen wir ja auch das Café. Wobei, ich glaube, das kriegen wir auch erst, wenn wir die, die drei Sterne haben, ne? Mal eben schnell, ob hier unser Geldstein ist. Nö, ist er nicht. Warte. Steinchen können wir wieder zum Craften benutzen. Bin echt am Überlegen, was wir eventuell heute noch produktiv machen können, um um halt unsere Sterne zu bekommen. Unser Geldstein. Ja. Ich hätte wirklich gerne im Prinzip das Spiel durch und das Terraforming. Weil dann können wir hier unsere zweite Brücke anbringen. Ich wollte im Wald vielleicht noch ein paar Wasserfälle machen. Ich möchte auch den Wald gestalten. So, wir haben ein paar Sachen zum Verkauf. Ja. Und zwar würde ich gerne das Oberteil verkaufen. Das kann ich eh nicht anziehen. Ja, komm, die Dinger machen wir auch weg. Die Laterne konnte weg. Meine verdorrten Rüben können wir. Oh, kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld für. Und die beiden Fossilien. Wieso kann ich Zäune nicht verkaufen? Verstehe ich nicht. Oh, wir müssen Jorna auch noch suchen. Verdammt. Höhenschwert. Den Berg könnten wir nehmen und in den Wald setzen. Komm, wie viel kostet Mama Bär? 2000? Egal, ich will Mama Bär und setze die in den Wald. Ah, es wird lustig. Es ist einfach so ein Bär. Gut. Haben wir das. Gucken wir jetzt noch eben beim hier vorbei, genau. Aber das zieht sich gerade zu, das Wetter, ne? Es regnet bestimmt heute noch. Dabei ist im echten Leben so ein schönes Wetter heute. Strahlend blauer Himmel, richtig warm. Aber die Tage soll es bei uns schon wieder schneien und Minusgrade geben. Was soll das? Es ist Ende April. Ich will keinen Schnee mehr. Reicht? Muss nicht mehr sein. Vor allem, ich hab Sommerreifen auf meinem Auto. Wenn ich jetzt... Wenn jetzt der Schnee wieder kommt, da habe ich ein Problem. So, 157 noch. Okay. Machen wir jetzt wie immer hier den Rest noch. Zack. Und wir eine schöne glatte Summe haben. 150.000 nur noch. Cool. Bitte wählen einen Service. Ich habe schon lange nicht mehr hier ins Nook Shopping und so geguckt, ne? Aber da ist halt auch immer nur Kacke. Das einzig Interessante meistens ist die Musik. Oder hier, die Saisonsachen, die aber auch alle kacke sind. Nee. Und wir könnten mal gucken bei noch Zäunen, aber ich glaube, ich habe so gut wie alle, zumindest die, die interessant sind. Japanmauer habe ich noch nicht, aber die möchte ich hier auch nicht großartig benutzen. Wisst nicht wofür. Sowas wäre natürlich schön für den Wald. Der Steinbogen auch.
Das Ding finde ich auch cool. Komm, wir haben genug. Wir kaufen uns mal ein paar Anleitungen, um was zu dekorieren. Vielleicht fangen wir dann auch mit dem Wald heute an. Da noch ein bisschen Weg verlegen, Bäume pflanzen, den Grundwasserbrunnen. Ich nehme mal den Wegweiser. Dankeschön. Dabei würde ich es erstmal belassen. Ja, vielen Dank. Dann können wir die Tage ja nochmal neue Sachen kaufen. Mir gefällt das Wetter gar nicht, ne? Ich ja ehrlich sagen, ja. So, dann lernen wir die beiden mal. Ich weiß, dass der Steinbogen mega teuer war. Den können wir heute auf jeden Fall nicht bauen. Ich glaube, 60 oder 90 Steine brauchte man dafür. Sehen, wie ihr Sport macht. Wunderbar. Ich habe die halt immer verkauft, wenn ich einen neuen Stack hatte. 90 waren es sogar, ja. Ich sag ja, Schweine teuer. Hier müssten wir die Ameise neu haben. Ach nee, und hier die Schmetterlinge, die habe ich auch noch nicht neu angeguckt. Sind aber gespendet. Genau wie du. Wunderbar. Alles gespendet, ja, ne? War ich immer sehr fleißig. Aber jetzt kommt, irgendwas habe ich nicht gespendet. Die Motte habe ich noch nicht. Was? Ups. Okay, dann muss ich, wenn es das nächste Mal dunkel wird, eine Motte fangen. Eine Motte mal spenden. Hä? Den Bitterling habe ich auch noch. Ich schäme mich. Es tut mir leid. Die Bachschmerle auch noch. Jetzt müssen wir durchgucken, ne? Wo ich noch versagt habe. Okay. Also ich weiß, dass ich von denen alle gespendet habe immer. Gut. Haben wir Sachen, die ich vergessen habe zu spenden? Das ist ja. Ja, ne? Reden wir nicht weiter drüber. Projekt Inselverschönerung. Unkraut zupfen. Wege anlegen. Jorna finden. Jorna finden. Jorna! Treibt die sich denn wieder rum? Das war ein Futziel. Nehmen wir unterwegs so ein bisschen Unkraut mit. Ich mag das Unkraut. Vor allem, wenn es so hochgewachsen ist. Ich weiß, dass sie das ankreiden wird, dass hier so viel Unkraut wächst. Das ist für mich kein Unkraut. Das ist Grastextur. Aber wenn wir die drei Sterne haben und hier der Wald fertig ist, ne? Boah, der wird so überwuchert, ne? Da kommt so viel Unkraut hin. Glaubt man gar nicht. Auf jeden freien Spot wird Unkraut gepflanzt. So. Jorna? Das macht unser Bambus und der Bambus wächst. Yay. Bestimmt wieder hier unten am Strand, ne? Kennen Sie doch. Läuft sie am liebsten rum. Wehe, die Preise sind wieder so abnormal hoch. Und dann, wenn ich verkaufen will, wieder so niedrig. Hab gleich das ganze Inventar voll mit Unkraut. Ich sehe es kommen. So. Ich wollte auch mal die ganzen Blümchen einsammeln. Ich wollte hier oben mal ein bisschen sortieren.
Hier auf dieser Anhöhe kann auch noch was Schönes, weil ich möchte den Wald nur hinten haben. Also nur hier so dieses Stück. Und da vorne, da könnte auch, ich weiß nicht, ob da noch ein Haus hin kann oder ob uns irgendwie was anderes Cooles einfällt. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, was man noch gestalterisch hier umsetzen könnte. Weil ich habe da ja unsere kleine City-Ecke. Dann habe ich eine Naturecke. Hier die Baumfarm aktuell, was theoretisch ja auch noch komplett umgesetzt werden kann mit irgendwas. Also wir haben genug Platz, um was Schönes, Cooles zu gestalten. Wo ist denn Jorna? Ganz Unkraut wird eingesammelt. Oh, wie viel hier wächst. Spannend, ne? Unkraut sammeln mit Genie. Ja, aber wenn man dann einmal angefangen hat, ne? So ein gutes Gefühl. So flupp. Flupp, da ist Jona. Flupp. Flupp. Oh, Jona ist noch müde. Hi. Schönen guten Morgen. Na, magst du hier eine frische Rüben kaufen? Recht viele vielleicht? Ich habe reichlich Rüben frisch vom Rübenmarkt. 98 Sterne ist heute. Das ist ja wenigstens mal unter 100, Jorna. Kauf welche. Juhu! Gut, und wie viele? Ich hoffe einfach mal, dass der Preis besser ist nächste Woche. Nehmen wir so viel? Oh, das ist teuer. Wenn der Preis dann. Oh, ich streck mich gerade, sorry. Wenn der Preis dann auch wieder Kacke ist, ne? Dann haben wir 20.000 in den Wind geschossen. Boah, Jona, enttäuscht mich nicht, ne? Die Woche. Gut, 200. Mach 19.600 Sterne. Schlägst du zu? Ja, gib her. Hihi, vielen Dank. Bitte schön. Rüben werden groß. Reichtum fällt dir in den Schoß. Ne? Sagt Omi ja immer. Ja, danke, Johanna. Mein Geld. Okay, so. Wir sammeln jetzt mal noch hier so ein bisschen Unkraut. Und, ja, ich weiß nicht, ob. Ja, du bist so ein Billigflatterer, ne? Ich weiß halt nicht, ob das jetzt schon großartig was bringt. Wahrscheinlich nicht. Sie wird wahrscheinlich wieder rumheulen. Also Melinda. Dass wir zu wenig Bewohner haben. Noch irgendwie was Zaunmäßiges gerade dabei? Ja, 5 Hecken. Ich möchte dich eigentlich, glaube ich, gerne umsetzen, Yoshino. Ich weiß nur noch nicht, wohin. Oh, sie hat eine Brille. Wie süß. Oh, sie liest ein Buch. Hi. Wuhu, ich bin so aufgeregt, dass du vorbeigekommen bist, Okidoki. Kennst du schon die neuesten News von mir und einem gewissen Movie-Star, Okido? Nein? Tja, dann muss ich wohl noch ein bisschen dran arbeiten, das Gerücht auch richtig zu promoten. Wenn die Leute nämlich glauben, dass ich einen Promi date, dann finde ich mich voll interessant. Wie? Ich bin schon interessant genug, wenn du dich einschleimen wolltest. Das hast du geschafft. Ich mag sie voll, ne? Ist voll süß. Ciao, ciao. Die gute Yoshino, die darf auch nicht ausziehen. Ah. Ich habe so tolle Bewohner. Wer ist denn am Basteln heute? Bist du am Basteln, Coco?
Boah, ich mach das Wetter hier draußen im Spiel Depri, ne? Nee, du bist auch nicht am Basteln. Hi. Lieb, dass du mal vorbeischaust, Hopsa. Bleib ruhig, solange du möchtest. Ist es nicht schön, ein Ziel vor Augen zu haben? Ich würde ja gerne schneller rennen können. Also frage ich jetzt alle nach Tipps und Tricks aus, wie ich das am besten anstelle. Probeweise wollte ich neulich einfach mal losrennen. Der eigentliche Plan dabei war, dass Pipette mich sanft, aber kontinuierlich schieben sollte. Ich möchte mich ja ungern beschweren, aber wirklich geschoben hat sie mich nicht. Laut Kim sah das Ganze wohl auch eher nach einem gemütlichen Spaziergang aus. Tja, ich weiß auch nicht. Jedenfalls bin ich offen für weitere Vorschläge, Jenny. Sprich doch mal vielleicht mit Kaspar. Das ist unser Sportexperte hier auf der Insel. Der joggt hier jeden Morgen seine 10.000 Runden, ja? Sprich mit dem mal. Der hat bestimmt tolle Tipps. Er freut sich, dir zu helfen. Hat er mal was zu tun. Bist du vielleicht am Basteln? Guten Tag. Ich will jetzt mein Rezept haben. Das ist mein Rezept des Tages. Nö. Hi, Shinny. Während meiner kreativen Phase verkrieche ich mich am liebsten daheim. Du kommst also gerade perfekt, Plupper. Lass uns gemeinsam kreativ sein. Okay. Wenn deine Haare total irre gut aussehen, macht das Ausgehen gleich doppelt so viel Spaß. Bist du mit deiner momentanen Frisur auf einer Dauerwellenlänge, Shinny? So mittel. Also, wenn deine Haarpracht einstig ist, dann ja wohl so mittel. Ich vergebe die vollen 10 von 10. Oder hast du etwa mit Absicht untertrieben, damit du umso stylischer wirkst? Muss ich auch mal ausprobieren. Diese Bescheidenheit ist ein ganz neues Konzept für mich. Also so im Real Life würde ich nicht sagen, dass meine Haare 10 von 10 sind. Aber das ist ein Mob auf meinem Kopf, ne? Das bräuchte mal wieder eine Schere und einen ordentlichen Schnitt. Ah, das ist ein einziger Flusenteppich. So, jetzt bist du aber am Basteln. Weil sonst habe ich alle durch. Compi-Pad, ich war ja noch nie bei ihr drin. Was hast du denn da in deinem Labortank? Eine Winkekatze? Ja, du als Maus, ne? Denkst du, ich habe die Katze eingesperrt. Und dann sitze ich hier und beobachte die den ganzen Tag. Cool. Wobei die Wände sind schon creepy, ne? Pipettes. Also, weiß ja nicht. Ich habe Angst, dass du mich nachts im Schlaf entführst und mit mir irgendwelche Experimente anstellst. Du scheinst mir ja recht interessiert daran, dass ich anfertige. Ja, was machst du denn? Momentan arbeite ich an einem Lilientürkranz. Ich versuche mich gern im Basteln. Wenn ich mich Tagträumen hingebe, kommen neue Ideen von selbst. Dann muss ich sie nur noch umsetzen. Ah, ich weiß. Warum versuchst du dich nicht einmal an einem Lilientürkranz? Ein ansprechendes Projekt und ich stehe dir mit Rat und Tat zur Seite. Ich bin versichert in diesen Dingen. Ja, bitte, danke. Recht so. Hab eine Anleitung für alle nötigen Informationen erstellt. Nimm sie bitte mit, Jim. Ja, dankeschön. Es handelt sich um ein einfaches Projekt, Jim. Solange du über die notwendigen Materialien verfügst, wirst du es im Handumdrehen vollenden. Ja, danke. Danke, Pipette. Also ich muss sagen, süß ist sie ja irgendwie, ne? Aber ich glaube, bei ihr wäre ich jetzt nicht so traurig, wenn sie auszieht. Gut. Genauso wenig wie bei ihr. Und unserem. Guck mal, ich kann mir den Namen gar nicht merken. Wie hieß du? Christine. Also Christine darf ausziehen, Pipette darf gerne ausziehen und er hier. Warte, wie hieß er? Carsten. Carsten. Darf auch gerne ausziehen. So ein komisches Pferd. Den werde ich irgendwie nicht so warm. Okay.
Guck mal, wir müssen, glaube ich, nur noch mit Carsten reden. Dann haben wir heute mit allen geredet. Hey, du bist es, Shinny. Ich dachte schon, eine unsichtbare Macht hält uns voneinander fern. Es hat sicher nichts damit zu tun, dass ich die letzten Monate im Keller verbracht habe, um meine Fashion-Magazine neu zu ordnen. Nee, bestimmt nicht, Carsten. Überhaupt nicht. Gut. Wir haben den Lilientürkranz erlernt. Ich merke schon, viel mit Dekorieren wird heute nicht mehr. Boah, wir haben fast 2 Stacks Kraut, ne? Wir wollten mit Melinda noch reden. So, das tun wir jetzt einmal kurz. Gucken, wie die Lage ist. Wahrscheinlich wird sie sagen, hey, bau noch ein Haus. Die noch zu wenig Häuser hier rum. Oh, Shinny, guten Morgen. Wie kann ich dir helfen? Was macht denn das Insel-Image? Du machst dir Gedanken um Liebshire. Im Moment haben wir immer noch nur 2 Sterne. Also eigentlich ganz gut. Die Leute finden es immer besser. Dabei aber noch was ich vorlesen möchte. Allzu viel los ist dort nicht, aber das finde ich gut. So still und gemütlich darfst du da gerne bleiben. Nun, das war's. Irgendwie scheinen alle Antworten... Moment, die sind ja alle von derselben Person. Oh je, also wir brauchen wirklich mehr Einwohner. Du musst mal mehr Häuser bauen. Red doch mal bitte mit dem Tom, ja? Der kann die Grundstücke verkaufen. Und dann ziehen mehr Leute ein. Und dann das tut der Infrastruktur gut. Ne? Kann ich sonst noch was für dich tun? Wir müssten eigentlich mal die Stadtflagge ändern und auch unsere Inselmelodie. Ich bin da nur so schlecht drin. Du hast die aktuelle Inselmelodie von Liebshire garantiert schon mal gehört. Sie ertönt immer zu bestimmten Zeiten und dient uns Inselbewohnern praktisch als Ohrenersatz. Die aktuelle Melodie ist ein echter Klassiker, aber natürlich sind wir hier Neuem gegenüber aufgeschlossen. Auch du kannst eine neue Melodie komponieren und dafür braucht es nicht mal ein Musikstudium. Falls du es also mal probieren möchtest, sag einfach Bescheid. Da war's. Wir hören uns das mal eben an. Da können wir doch was machen. Oh. Ja, haben wir geändert. Klingt ein bisschen anders. Sollte reichen. Nun ja, da ich selbst ein bisschen Ahnung von Musik habe, lass mich dir deine Melodie kurz vorspielen. Schön. Inspirierend. Deine neue Insel-Melodie macht mich richtig froh, ein Teil von Liebshire zu sein. Von nun an wird dieses Meisterwerk auf der ganzen Insel zu hören sein. Ich hoffe, du freust dich darüber. Kann ich noch was für dich tun? Ja, pass auf, wir ändern jetzt einfach mal die Stadtflagge. Die wird noch nicht schön. Ich möchte definitiv noch eine Stadtflagge pixeln. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Du möchtest die Flagge am Service Center ändern und die am Flughafen gleich auch? Prima! Unsere Flagge ist das Aushängeschild von Liebshire und repräsentiert sämtliche Bewohner. Deshalb flattert sie so stolz vor dem Service Center und winkt auch allen Reisenden am Flughafen zu. Zugegeben, das aktuelle Design ist vielleicht etwas antik. Hättest du einen Verbesserungsvorschlag? Ich meine, wir könnten hier so die vorgefertigten nehmen. Einfach nur weil und dann pixel ich irgendwann drüber. Nehmen wir die erstmal. Na sowas, Shinny. Das ist perfekt in jeder Hinsicht. Es ist dir tatsächlich geglückt, die Essenz von Liebshire auf ein Stückchen Stoff zu bannen. Ab sofort wird diese neue Flagge unsere Insel schmücken. Danke für diese wunderschönen Design. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein, gerade nicht. Also schön, falls es sonst noch etwas gibt, das ich in Zukunft für dich tun kann, lass es mich wissen. Ich meine nämlich, dass das auch dazu beiträgt, dass man die Sterne hochbekommt, wenn ich mich da nicht irre. Bringt das, glaube ich, auch was? Jetzt haben wir ein neues Fleckchen. Also wie gesagt, ich möchte selber definitiv noch was pixeln. Das ist jetzt einfach nur, um da ein bisschen was voranzukriegen.
Wir gucken mal eben schnell in unsere Dingsensbumsens hier. Wir haben nämlich 400 Items im Katalog. Sehr cool. Nächster Schritt sind 500, dann haben wir das voll. Kreative gesucht, haben wir doppelt. Ach so. Ja, wir haben die Melodie geändert, wir haben die Fahne geändert. Da gibt es natürlich auch Stempel für. Haben wir das nämlich auch abgeschlossen? Noch was? Nein. Dann schnappe ich mir schon mal hier die beiden. Und die restlichen mache ich dann später wieder fertig. Ach nee, hier war sonst nichts mehr. Okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir damit auch die heutige Folge schon wieder. Ich versuche die Woche über noch weiter zu dekorieren. Vielleicht auch noch, also Steine auf jeden Fall zu sammeln, damit wir den Torbogen machen. Vielleicht den Wald anfange. Ein bisschen hier noch um die Häuser rum dekorieren, bepflanzen. Und dann sprechen wir nächste Woche Samstag nochmal mit Melinda, ob wir nun die 3 Sterne haben. Das wird jetzt so wirklich mein Hauptziel die Woche, dass ich mich damit beschäftige, dass wir in die Richtung mal kommen. Und wie gesagt, ich guck mal, was das DLC angeht, ob wir da was Schönes machen können. Ich bedanke mich aber fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüsselü!